Hörweite, der Reporter-Podcast von Spiegel Online. Was würden Sie tun, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie 12 Jahre lang jeden Monat ein Grundeinkommen bekämen? Einfach so, unabhängig davon, was Sie mit dem Geld tun und wie viel Sie noch dazu verdienen. Würden Sie einfach in den Tag hineinleben oder vorsorgen und sich etwas aufbauen für die Zeit danach? Mit diesem Gedankenexperiment begrüße ich Sie herzlich zu dieser Hörweite-Folge. Ein ganz reales Experiment zum Thema Grundeinkommen hat die Nichtregierungsorganisation GiveDirectly im vergangenen Jahr gestartet. 17.000 Menschen im dörflichen Kenia sollen jahrelang ein Grundeinkommen beziehen. Und mein heutiger Gast hat eins der Dörfer besucht, in dem die Menschen diese monatlichen Zahlungen bereits bekommen. Mein Name ist Anna Behrendt und mit mir im Studio ist der freie Journalist Patrick Witte. Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Patrick, du warst zusammen mit der Fotografin und freien Korrespondentin Kirstin Milhahn auf Recherchereise, eben unter anderem in einem Dorf, das solch ein Grundeinkommen bezieht. Wen habt ihr denn dort getroffen und was haben die Menschen bislang mit dem Geld gemacht? Also die Region, die wir besucht haben, oder das Dorf, das wir besuchen durften, liegt in der Region Bondo in der Nähe des Viktoriasees. Die Region gilt allgemein als die zweitärmste Kenias. Die ärmste ist weiter im Norden, aber dort gibt es nicht mal Telefonmasten für einen Handyempfang, was für GiveDirectly sehr wichtig ist, da die Organisation das Geld nämlich über ein Handytransfersystem namens M-Pesa überweist. Das heißt, da flackert einmal im Monat dann eine SMS bei den Empfängern auf, die besagt, so und so viel Geld ist auf dem Konto eingegangen, dass sie halt an diesen Stationen abholen können. Recht unkompliziert. Und das Dorf, dessen Name auch nicht genannt werden soll, aufgrund der Bitten von GiveDirectly, damit er nicht, sagen wir, das Alltagsleben zu sehr durcheinander gerät, hat 300 Einwohner, von denen alle seit fast einem Jahr einen Betrag von umgerechnet $22 monatlich erhalten. Wie du schon sagtest, ohne Bedingungen, regelmäßig auf die Dauer von 12 Jahre, mit der Voraussetzung aber, dass die Empfänger extrem arm sein sollen. Weil der Ansatz von GiveDirectly ist anders als bei den Industrienationen, wo ja auch viele Experimente mit Grundeinkommen laufen, diese Form von Geldüberweisung dazu zu nutzen, den wirklich armen Menschen, also die Weltbank definiert das als weniger als $2 am Tag, nutzen sollen, um sie aus der Armut halt herauszuholen. Sprich, GiveDirectly guckt sich auf einer Karte an oder guckt sich Daten an, welche Dörfer sind besonders arm und geht dahin und sagt, hier, wir schenken euch Geld? Genau, es gibt Statistiken von der kenianischen Regierung und anderen Organisationen, die halt das Pro-Kopf-Einkommen in manchen Regionen natürlich detailliert aufgegliedert haben. Und dort, wo das Einkommen sehr gering ist, ist schon mal dann gleich der Blick ein bisschen größer geworden von GiveDirectly. Und dort werden dann entsprechende Teams hingesandt, um halt in den Dörfern erstmal sich umzuschauen nach einem bestimmten Kriterienkatalog, welche Empfänger überhaupt oder welche Dörfer überhaupt in Frage kommen würden für eine entsprechende Geldleistung. Bevor wir gleich noch ein bisschen darüber sprechen, ja, was das Ganze soll, was dieser Ansatz soll, würde mich erstmal ganz konkret interessieren, wen ihr da in dem Dorf getroffen habt und was so die ersten Eindrücke waren, was die Menschen mit diesem Geld gemacht haben, was sie da jetzt seit einem Jahr bekommen. Also wir durften uns, das kann man sich jetzt aussuchen, von GiveDirectly in das Dorf hineinführen, wo natürlich schon völlig klar ist, dass man eigentlich dann die positiven Beispiele vorgeführt bekommt, was ja auch eigentlich erstmal okay ist. Das sollte man aber noch im Hinterkopf behalten. Und wir haben das Ehepaar Erik und Nora Odhiambo besuchen dürfen mit ihren zwei kleinen Kindern. Man muss sich die Dörfer doch sehr weit abgelegen vorstellen, die im Grunde daraus bestehen, dass sehr viel Grün dort steht, rostrote Wege, Erdwege, Erdpfade da durchführen. Und irgendwann hinter zwei, drei Büschen, drei, vier Bäumen taucht plötzlich so eine runde Fläche auf, eine Lichtung quasi, auf der dann in dem Fall von der Familie Odhiambo ein Lehmhaus steht für die Küche. Daneben ist dann das Lehmhaus zum Wohnen. Und sagen wir mal, da gibt es noch einen kleinen Käfig für ihre Lämmer und ein bisschen Fläche für ihren Maisanbau. Und dort leben die dann halt, die man dann auch entsprechend besuchen darf. Und die waren sehr dankbar und sehr glücklich über die Zuwendung und haben uns dann über ihren Alltag sehr viel erzählt, natürlich auch, wie sie diese Leistung überhaupt bekommen haben. Und was haben Sie jetzt mit dem Geld angestellt? Was hat sich verändert, seit Sie die bekommen? Einiges, wie sie dann sagte. Also erstmal konnte die Frau, wie man in dem Text dann ja auch lesen kann, gar nicht glauben, dass dieses Projekt eigentlich
wirklich helfen soll. Die haben schon viele Organisationen kommen und gehen sehen. De facto hat sich aber an dem Status quo ihres Lebens nicht unbedingt viel verändert. Die Armen blieben einfach arm oder die extrem Armen blieben einfach extrem arm in der Region, in den Dörfern, die wir halt besucht haben. Ganz konkret hat Nora, also beide bekommen mehr das Geld. Also jeder Einwohner des Dorfes über 18 Jahre ist Empfänger der Leistung, kleine Kinder eben nicht. Und das Erste, was sich Nora angeschafft hat, war ein Sofa als auch ein Regal. Dazu haben sie dann gemeinsam angespart ein neues Wellblechdach. Und Erik, der vorher lange Zeit Fischer war auf dem nahegelegenen Viktoriasee, dann aber aufhören musste, vor allem weil seine Netze Löcher hatten, konnte er sich halt dann mit dem Geld zwei neue Netze wieder anschaffen und fährt jetzt regelmäßig wieder aus, um den Fisch da reinzuholen und damit halt auch zu verkaufen. Was man auch sieht in der Reportage. Da habt ihr ihn auch auf dem See begleitet. Ja. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, den Link zur Reportage über das GiveDirectly-Projekt in Kenia finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge oder auf der Seite spiegel.de/übermorgen, übermorgen mit UE geschrieben. Also da hattest du schon den Eindruck, die machen jetzt richtig was mit dem Geld und planen damit auch in die Zukunft? Erstmal kamen die mir beide sehr erleichtert vor, weil das Leben vor diesen Grundeinkommenszahlungen doch daraus bestand, von der Hand im Mund zu leben. Es war am Morgen niemals klar, ob der Ehemann genug Fisch reinholt für das Abendbrot oder um auf dem Markt es zu verkaufen. Die Nora schlug sich quasi durch, indem sie die Felder ihrer Nachbarn rodete oder selber Holzkohle herstellte, was da noch ein recht verbreitetes Phänomen ist, um das dann auch für wenig Geld zu verkaufen. Aber es war niemals klar, reicht das Geld? Und nachdem dann die ersten Zahlungen eingetroffen sind und man auch die beiden auch wirklich dann das Vertrauen gefasst haben, dass das Geld auch regelmäßig ankommt, war das doch eine sehr große Erleichterung, wie sie erzählt haben, weil es einfach Sicherheit schafft. Sicherheit schafft und Perspektiven eröffnet, die erstmal eine Planung überhaupt ermöglichen. Und das traf sich dann auch mit den begleitenden Untersuchungen von GiveDirectly, die auch festgestellt haben, dass Stresshormone, ich glaube Cortisol, genau, in dem Blut, also die untersuchen auch das Blut, in dem Blut der Teilnehmer sinkt, dass häusliche Gewalt sehr viel weniger wird, dass der Schulbesuch auch regelmäßig durchgeführt wird von den Kindern und noch weitere positive Aspekte mehr. Das heißt, diese Nichtregierungsorganisation GiveDirectly, die machen nicht nur dieses Experiment, sondern die arbeiten auch richtig mit Forschern zusammen, um das zu begleiten? Genau, also mindestens einer der Gründer war auch kurz vor uns, wieder da zum Hausbesuch quasi, und er wird begleitet von anderen Wissenschaftlern und die untersuchen halt dann begleitend, wie sich diese Grundzahlung auf das Verhalten, aber auch auf das Wohlergehen der Bewohner auswirkt. Und bislang, wenn man dieser Untersuchungen, die jetzt auch schon veröffentlicht wurde, Glauben schenken kann, sind das erstmal nur positive Momente, die da festgehalten werden. Du hattest ganz am Anfang schon dieses Prinzip erwähnt, mit dem das Geld da in die Dörfer verschickt wird, dieses M-Pesa-System. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, wie das funktioniert? M-Pesa ist ein Geldtransfersystem, das eigentlich meines Wissens fast den ganzen afrikanischen Kontinent revolutioniert hat. Definitiv Kenia in Form von Geldüberweisung. Also das Girokonto ist dort nicht weit verbreitet, schon gar nicht, wenn du kein Geld hast. Es gibt ja eigentlich auch relativ wenige Städte in Kenia, auch wenn sie alle übervölkert sind, aber doch sehr, sehr viel Land, sehr, sehr viel Fläche. Und das Problem war halt immer, wie sie schnell Geld von A nach B überweisen lässt. Und mit diesem M-Pesa-System, da muss man sich einmal anmelden, zeigt seinen Ausweis vor und kriegt dann eine Teilnahme und schickt einfach dann per SMS Geld von A nach B, ohne da ein eigenes Konto haben zu müssen, großen Aufwand betreiben zu müssen. Und der Empfänger bekommt dann halt auch eine SMS zugesendet und kann dann halt zu einem M-Pesa-Stand gehen, der dort auch wirklich am Ende Kenias, sicherlich auch noch in der tiefsten Wüste, irgendwie mindgrün da aus dem Boden wächst, weil es gibt es einfach überall. Wo du gerade sagst, da wachsen die M-Pesa-Shops sogar noch bestimmt in der Wüste, mintgrün aus dem Boden. Wie beschwerlich war denn eure Reise in dieses Dorf? War das sehr abgeschieden? Nein, Treffpunkt ist Kisumu. Das ist die nächstgrößere Stadt am Victoria, in der Nähe des Viktoriasees. Von da aus führt dann eine Landstraße, Richtung Einsamkeit nicht, aber einfach in dann Richtung Land. Und man fährt, glaube ich, eine Stunde, 90 Minuten. Dann trifft man auf das GiveDirectly Regionalbüro. Und von da aus wurde man dann weitergebracht in diese Dörfer. Und das war alles sehr, sehr gut organisiert.
aber auch zwangsweise so, weil die Möglichkeit, als wir da waren, war die letzte vor den Präsidentschaftswahlen, so dass auch schon die NGO da vermutlich Zusammenstöße erwartet hat und auch darauf aufbauend dann ganz besonders darauf geachtet hat, dass der Ablauf unproblematisch einfach ablaufen wird. Und wenn man da mit dem Bus so lang fährt oder mit dem Auto, was sieht man da? Wie ist die Gegend in der Nähe vom Viktoriasee? Die Gegend ist eigentlich sehr fruchtbar, sie ist hügelig, also ich glaube auf 1400 Meter liegt die, glaube ich, also Höhenlage, ist ja auch nicht so heiß. Und je weiter man natürlich Richtung Dörfer kommt, desto ruhiger wird das. Es gibt natürlich dann die Stadt Kisumu, die einfach eine Stadt ist mit großen Betonbauten. Und auch am Straßenrand gibt es sicherlich auch noch Häuser aus Beton und aus Zement und auch mehrstöckig. Und dazwischen halt dann so kleine Läden, in denen der Schlachter ist. Auch mal sicherlich eine Bar, ganz viele M-Pesa-Läden, wie gesagt, die Boda-Boda-Verkäufer. Irgendwer schraubt irgendwas rum, also viel wird auch unter freiem Himmel gearbeitet. Es fliegen dann quasi die Funken der Metallarbeiter durch die Gegend. Irgendwo dampft immer ein Feuer, weil entweder Müll verbrannt wird oder was gegrillt wird. Und die Trucker heizen da einfach lang. Und je länger man halt fährt, desto weniger wird es halt dann aus Beton und aus Zement, sondern desto mehr kleine Hütten gibt es dann, kleine Holzverschläge, auch mal mit Palmwedeln bedeckt und nicht mehr nur mit Metalldächern. Und irgendwann ist man dann dort, wo ein kleiner rostroter Weg abgeht und dann fährt man erstmal 10 Minuten durch nichts, durch Schlaglöcher, kurft irgendeinen Viehhirten oder hält dann vor der Herde erstmal an und dann ist man im Dorf. Jetzt gibt es ja einzelne Dörfer, die das bekommen, dieses Grundeinkommen, und ich nehme mal an, da gibt es jetzt aber auch Nachbardörfer, die es halt nicht bekommen. Gibt es da Neid? Komischerweise nicht. Zumindest muss ich mich da auf die Aussagen von Gifter Weckli und von Erik beziehen, der halt schon ansprach, dass andere Verwandte und Nachbarn natürlich wissen, das auch toll finden, aber er darauf hoffen, dass Gifter Weckli auch bald zu ihnen kommt. Glaube ich jetzt mal. Sicherlich gibt es da auch ein paar Leute, die da gerne bei gewesen wären oder Leute, die auch sehr genervt sind, die vorher in dem Dorf gewohnt haben, bevor es Grundeinkommen gab, dann aber weggezogen sind und deswegen diese Gelder nicht erhalten. Da denken die sich teilweise auch schon mal, verdammt, das wäre nicht schlecht gewesen. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Genau, aber so sind halt die Regeln und ich denke mal, dass es glaubwürdig ist, wenn die sagen, dass da die Hoffnung den Neid überwiegt. Du hattest vorhin schon einen der Gründer erwähnt. Kannst du vielleicht dazu ein bisschen was erzählen, wie dieses Projekt entstanden ist? Recht klassisch. Also es sind drei, meines Wissens, drei US-Amerikaner, die studiert haben an MIT und Harvard und ihre Abschlussarbeiten überprüfen wollten. Und die These war, wie sich Direktzahlungen, also Cash Transfers, auf die Bekämpfung der Armut, auf die Bekämpfung von Armut auswirken würden. Und was sie sich halt dann theoretisch zusammengesucht haben in ihren Unterlagen und in ihren Schriften, wollten sie halt einmal überprüfen und sind dafür nach Kenia gefahren und haben dann festgestellt, dass dieses Instrument, das schon mal Ende der 80er, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt der Entwicklungshilfe werden sollte, aber aus diversen Gründen nicht wurde, wieder eingeführt wurde und vor allen Dingen auch sehr gute Resultate zeigt in Form von sehr viel Effizienz und man andere Probleme der Entwicklungshilfe, die es ja zweifelsohne gibt, umgehen. Zum Beispiel? Korruption lässt sich damit sehr gut umgehen. Man muss auch nicht teure Lagerhallen anmieten, um zum Beispiel Sachspenden zu lagern. Mit diesem M-Pesa-System, was ich ja schon erwähnt habe, wird man einfach ganz schnell in die Lage versetzt, das Geld zu transferieren, ohne irgendwelche Kontogebühren zahlen zu müssen und verschiedene Aspekte mehr. Und warum sind die gerade nach Kenia gegangen für dieses Experiment und machen die das nur in Kenia? Es gibt noch gleiche Projekte, einmal in Uganda, was glaube ich fast zeitgleich anfing, und jetzt mittlerweile auch eins im Sudan oder in Somalia, das weiß ich jetzt nicht. Und der Anlass in Kenia das zu machen ist A, weil dort die Rahmenbedingungen relativ gut sind. Im afrikanischen Kontext ist das Land ja eigentlich recht sicher und bietet vor allen Dingen auch wirtschaftlich gesehen gute Rahmenbedingungen an. Das heißt, der Brotkorb oder die Grundbedürfnisse in Kenia pro Kopf werden schon mit $22 im Monat abgedeckt, was natürlich im Vergleich zu Industrienationen, Europa, USA, wesentlich anders aussieht. Und so war das zumindest auch finanzierbar. Aber auch das Geld muss ja irgendwo herkommen. Wer bezahlt das denn? Die Jungs haben gute Verbindungen zum Silicon Valley. Einer der Mitgründer von GiveDirectly, also die waren dann, glaube ich, 2009 zum ersten Mal da, um ihre These zu überprüfen, haben dann 2011 oder 2012 offiziell das Projekt ins Leben gerufen,
mit Namen und Stempel drauf. Und einer von den Mitgründern war der Co-Gründer von eBay. Und der hat zum ersten Mal ein paar Millionen da reingesteckt. Und darauf aufbauend haben auch Facebook und Google, also die Stiftungen von den Konzernen, ebenfalls Geld reingesponsert. Und dann war auf jeden Fall der Grundstock gesetzt und mittlerweile auch sehr viele Einzelspender aus den USA dort spenden wollen, helfen wollen. Du hast schon gesagt, in den 80er Jahren war das eigentlich schon mal so Thema, dass es ja eine neue Form der Entwicklungshilfe werden sollte. Kannst du da so ein bisschen was erzählen, was vielleicht auch die Bedenken sind, warum es nicht so wurde, warum es jetzt wieder en vogue ist? Man muss unterscheiden. Es gibt einmal natürlich das, die Idee des Grundeinkommens, das regelmäßig bezahlt werden soll, und zum anderen die reduziertere Form von einfach von Geld, Bargeldüberweisung, also diese Cash Transfers. Und diese Bargeldüberweisung hat lustigerweise schon mal Deutschland versucht zu nutzen, in Mosambik war das damals, Ende der 80er, weil man davon ausgeht, dass die armen Leute schon sehr genau wissen, was sie eigentlich genau brauchen, um ihr eigenes Leben zu verbessern, ihr Schicksal zu verbessern. Sei es in Form von Konsum, aber auch von Investitionen und etc. Und haben dort, da die Deutschen damals angefangen, Geld zu überweisen, was aber Ende der 80er nicht fruchtbar, nicht auf den grünen Zweig kam, weil man einfach misstrauisch war. Man dachte einfach, das wäre ja absurd, nach auch damals ja 40 Jahren Entwicklungshilfe, die ja eine sehr große Infrastruktur hervorgebracht haben und Hilfsorganisationen und so weiter und so fort, einfach jetzt zu sagen, wir überweisen den Leuten im fernen Afrika Geld und gucken dann mal, was daraus wird. Und das wurde halt dann von der UNESCO nicht mit aufgenommen oder nicht in die langfristige Tat übersetzt. Und dann hat man das aufgrund mangelnder Unterstützung auch und des Misstrauens wieder eingestellt. Und letztendlich war GiveDirectly so ein bisschen der Vorreiter, die dieses Instrument wieder aufgenommen haben. Und jetzt aber seit 2016, nachdem der UN-Präsident Ban Ki-moon auf einer Rede festgehalten hat, dass diese Cash-Transfers oder Gelddirektzahlungen doch mehr genutzt werden sollten, richtet sich der Blick jetzt wieder der ganzen Entwicklung, also der vielen Entwicklungshelfer, wieder auf diese Möglichkeit, den Leuten vor Ort direkt nur mit Geldzahlung zu helfen. Ich habe vorhin schon die Fotografin erwähnt, die dich begleitet hat, Kirsten Milhan. Sie lebt seit mehreren Jahren in Kenia und mit ihr habe ich vorab gesprochen und sie war da so ein bisschen skeptisch, was das ganze Projekt angeht. Und was sie dazu sagt, das können wir uns mal kurz anhören. Ja, wenn man sieht, wie sich die klassische oder wie wenig die klassische Entwicklungshilfe bislang beigetragen hat zur Entwicklung in Afrika, ist das eher ernüchternd. Und seit einem halben Jahrhundert fließen Milliarden von Geldern als Entwicklungshilfe nach Afrika. Immer noch. Entweder als Direktzahlung oder als Hilfsgüter. Und dabei spreche ich nicht von der Katastrophenhilfe. Und schaut man sich um, was hat es gebracht? Es gibt wirtschaftlichen Fortschritt. Natürlich, die Wirtschaft wächst. Auf der anderen Seite ist die Armut geblieben und die Korruption und die soziale Ungerechtigkeit. Ich denke nicht, dass ein Prinzip der Entwicklungshilfe, das nun auf direktem Weg Geld verschenkt, in Afrika funktioniert oder nicht im Moment funktioniert, sondern vielmehr neue Abhängigkeiten schafft und damit indirekt die Armut befördert. Also die Menschen bekommen bei diesem System kurzfristig Geld, aber sie denken nicht langfristig. In vielen afrikanischen Traditionen ist das so nicht verhaftet. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Otjambos. Das ist eine Familie, die wir da besucht haben am Viktoriasee und war eine unserer Familien, die in der Geschichte vorkommen. Sie bekommen monatliche Zahlungen, die quasi die Grundbedürfnisse decken sollen, also für Lebensmittel und Kleidung und so weiter und auch für die Kinder natürlich. Und denen geht es zweifellos derzeit tatsächlich besser, wenn das Geld monatlich kommt. Aber sobald das wegfällt, ist fraglich, ob sie wieder in die alten Strukturen zurückfallen oder schlimmer noch, vielleicht sogar tiefer sinken als je zuvor. Also du glaubst, dass es nicht unbedingt dazu führt, dass die Menschen sich was Nachhaltiges aufbauen? Ja, also wie ich schon sagte, das ist ein langer Weg dahin. Und man muss sich vorstellen, diese Leute leben auf dem Lande. Das ist das erste Mal, dass die so viel Geld in der Hand halten. Und die wissen ehrlich gesagt nicht wirklich, was sie damit machen sollen. Das ist Teil des Projektes auch, dass diesen Leuten gesagt wird, was sie mit diesem Geld machen sollen. Aber ich glaube, dass es wichtiger ist, und da würde ich, glaube ich, auch zu meinem letzten Punkt kommen. Wissenstransfer ist viel entscheidender als Geld. Mhm. Zum Beispiel? Die Leute müssen Bildung bekommen. Also wenn man sich überlegt, die Otjambos, die sind wahrscheinlich beide in die Grundschule gegangen. Die Grundschulen haben eine Qualität, die ist, ja, also sie lernen lesen und schreiben. Und das ist alles. Mhm.
Also die Grundschulen sind in einer unglaublich schlechten Qualität und alles, was danach kommt, müssen sich die Familien wirklich vom Munde absparen. Deshalb gehen noch viele Kinder nach der Grundschule, ist dann Schluss für sie. Und diese Leute haben wenig Bildung. Und dann haben sie plötzlich Geld. Ich finde, nach Afrika Geld zu verschicken ohne Transfer von Know-how macht keinen Sinn. Und würdest du sagen, dass dieser Transfer von Know-how aus der westlichen Welt kommen sollte? Oder was würde das Land deiner Meinung nach richtig voranbringen? Was langfristig hilft, ist Unterstützung in der Bildung. Vor allem die junge Generation braucht bessere Bildung. Von den Grundschulen angefangen bis hin zur Universität. Nur wer weiß, kann ja seine Lage auch beurteilen, in der er sich befindet. Und von da aus agieren, politisch. Ja, was noch hilft, also Ausbildungsmöglichkeiten. Es gibt kaum gute Handwerker. Fachleute und gute Handwerker sind selten. Und die werden in der Wirtschaft gebraucht. Naja, und dann natürlich auch wirtschaftliche Investitionen auf Augenhöhe statt Almosen. Das ist das, was Afrika braucht. Ich meine, Mut, das ist der neue Markt. Ne? Es ist ein neuer Markt. Und es wäre schon wünschenswert, wenn es auch die internationale Wirtschaft entdeckt, dass das womöglich auch neue Absatzmärkte sein könnten. Da wächst eine neue Mittelklasse heran. Die Wirtschaft wächst über 5% in vielen Ländern. So. Die Chinesen haben es ja schon entdeckt. So ist es. Patrick, wir haben es gerade gehört. Kirsten sagt, zum einen, die Leute wissen vielleicht gar nicht so richtig, wie sie da mit dem Geld langfristig planen sollen. Sie plädiert mehr für Wissenstransfer und für Investitionen auf Augenhöhe. Wie siehst du das? Ich bin fest davon überzeugt, dass Kirsten, die ja, wie du schon sagst, vor Ort wohnt, da einen ganz intensiven Einblick hat und dieses Lager auch sehr viel besser beurteilen kann. Was ich aber doch bedenken wollen würde, ist die Differenzierung zwischen, sagen wir mal, der Mittelklasse, die sie angesprochen hat, oder dem Entstehen der Mittelklasse und dem Wissenstransfer, der sicherlich notwendig ist, und auch, dass die Marktkonstellation Richtung EU sich definitiv verbessern muss und das Stichwort halt Partnerschaft auf Augenhöhe da ganz elementar sein wird. Eine Seite der Medaille ist, und die andere aber natürlich die Frage aufwirft, wann denn unter diesen Voraussetzungen und unter diesen Entwicklungen wirklich die extreme Armut bekämpft werden soll oder wie sie bekämpft werden kann, weil de facto ist das ja die Zielgruppe oder der Fokus von Organisationen wie GiveDirectly, die sich halt darum kümmern wollen, dass nämlich genau diese Leute, die unter dem Mindeststandard halt leben müssen, dass denen erstmal geholfen wird. Und da ist sicherlich, wie ich finde, das Cash-Transfer-Modell eine Idee. Und auch ein Projekt, das anläuft, aber auch GiveDirectly selbst nicht davor zurückschreckt zu sagen, dass das Ganze ein Experiment ist. Und was daraus wird, da ist die Antwort natürlich ganz klar, man weiß es nicht. Es ist auf mehrere Jahre angelegt, dass die Familien wie Odhiambos erstmal eine Atempause bekommen mit den Zahlungen. Das ist natürlich sicher. Was daraus wird in 2, 3, 4, 5 Jahren, das wird sich herausstellen müssen. Aber zumal ja auch dieses Projekt von privaten Geldgebern finanziert wird, kann man es ja erstmal darauf ankommen lassen. Dass es irgendwie dazu führen wird, dass die Leute tiefer fallen, hat sich bislang in den Jahren, die das ja läuft, es gab noch ein Vorgängerprojekt über Einmalzahlungen, wo es halt, ich glaube, $1,000 gab, über einen Zeitraum von mehreren Monaten ausgezahlt. Das fing, glaube ich, 2013 oder 2014 schon an, jetzt nicht 1:1 vergleichbar, aber ansatzweise auch für die Zielgruppe der Ärmsten. Dort zeigte sich schon mal, dass die Leute durchaus wussten, wie sie investieren sollen, das auch von GiveDirectly nicht vorgeschrieben bekommen haben, aber verschiedene Beispiele bekamen, wie andere Empfänger damit umgegangen sind. Und auf jeden Fall nicht, und das ist auch mal das Entscheidende, nicht irgendwie in Saus und Braus gelebt haben oder sich irgendwie Alkohol und Kippen gekauft haben, sondern das Erste, was sie halt machten, war schon zielgerichtet halt zu kaufen und zu investieren in die Projekte, von denen sie halt ausgingen, dass es mal auch eine Rendite abwerfen wird und zumindest auch in dem Metier stattfand, das sie halt kannten. Also dann haben sie sich halt irgendwie Vieh gekauft oder waren vorher Feldarbeiter bei fremden Feldern und haben dann ihr eigenes Feld bestellt und Saatgut gekauft und so weiter und so fort. Von daher würde ich schon sagen, dass innerhalb ihrer Möglichkeiten auch die Armen sehr gut mit Geld umgehen können und wissen, was sie machen sollen. Aber Kees ist natürlich vollkommen recht. Ich kann nur wissen, was ich weiß. Und wenn ich quasi halt keinen größeren oder keinen weitreichenderen Zugriff habe auf Ressourcen und auf Wissen und so weiter, dann bleibe ich natürlich auch in meinem Rahmen verhaftet. Und auch GiveDirectly natürlich
vermute ich mal, sich eher auf diese Individuen konzentrieren möchte und auf die Leute konzentrieren möchte, aber auch ganz klar anerkennen muss, dass es Rahmenbedingungen braucht und Strukturen. Auch die Leute, wenn sie auch Geld haben sollten, müssen sie halt irgendwo da in ihrer ländlichen Gegend, wo sie halt sind, die ja noch wirklich sehr, sehr abgelegen sind, müssen sie auch entsprechende Möglichkeiten haben, Wasser einzukaufen. Also zum Beispiel, wenn es vom Wasserreiniger anfängt, bis zu irgendwelchen Düngemitteln und so weiter und so fort. Und diesen Rahmen, den kann natürlich Give Directly gar nicht garantieren. Das machen dann andere, in dem Fall nicht die Regierung, das muss man auch ganz klar sagen, oder weniger die Regierung, sondern andere NGOs. Also du würdest sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Also weder schließt das Projekt von Give Directly andere Formen der Entwicklungshilfe aus oder aber eben Investitionen auf Augenhöhe, Wissenstransfer. Ja, es muss sicherlich eine strukturelle Entwicklung geben, es muss einen Wissenstransfer geben, den es aber auch schon gibt. Auch Deutschland bildet ja Beamte, Studenten und so weiter und so fort auch hier vor Ort aus, auch da unten vor Ort. Die GEZ macht da ganz tolle Arbeit. Sicherlich, wie ich schon erwähnt habe, muss der Handel da geöffnet werden, dass die Leute auch exportieren können und nicht irgendwie Milchpulver aus Europa einführen müssen, obwohl sie Milchkühe haben. Das ist ja total absurd. Und gleichzeitig stellt sich aber auch dann bei diesen strukturellen Verbesserungsversuchen immer die Frage, wann denn irgendwann mal die Verbesserung bei den Leuten unten ankommen soll, also bei den Ärmsten. Und da ist natürlich Give Directly erstmal eine effiziente Maßnahme, den Leuten schnell und unbürokratisch und vor allen Dingen auch ohne korrupte Umwege weiterzuhelfen. Patrick, du hattest vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass eben die NGO euch so positiv Beispiele auch präsentiert hat. Hattest du das Gefühl, die wollen da bewusst steuern, mit wem ihr sprecht? Und wenn ja, wovor hatten die vielleicht Angst? Es ist sicherlich immer logisch, dass der Journalist auch eine spezielle Funktion für die NGO erfüllen soll. Klar, die brauchen auch einfach Präsenz. Wahrscheinlich hoffen sie auch auf irgendwelche Spendengelder, die jetzt noch fließen sollen aus Deutschland. Da muss man nicht blöde sein. Ich habe auch da mit der Direktorin gesprochen, mit der Caroline Teti, die allerdings auch von sich aus die Probleme angesprochen hat. Also es ist bei weitem nicht so, dass dort jedes Dorf teilnimmt. Auch bei weitem nicht so, dass jedes Dorf teilnehmen möchte, weil auch die Einwohner in der Region Bondo sagen, Geld, das wir einfach geschenkt bekommen, ohne Gegenleistung, das wollen wir gar nicht. Ich will für mein Geld arbeiten. Und wenn ihr schon was aus Europa oder aus der ersten Welt, wenn man das so sagen darf, rumbringen wollt, dann doch lieber Arbeitsplätze und Absatzmärkte und nicht einfach so Geld geschenkt und reine Philanthropie. Zugleich ist die Region auch sehr fundamental christlich organisiert. Es gibt da viele Evangelikale und Freikirchen, die dann auch eine Hilfe von Give Directly abgelehnt haben mit der Begründung, dass dort irgendwie Seelen gekauft werden sollen oder andere schlechte Sachen passieren werden, wenn man halt dieses geschenkte Geld annehmen würde. Prinzipiell herrscht schon ein recht großes Misstrauen gegenüber den, sagen wir, Verbesserungsvorschlägen durch den Musungu, durch den weißen Mann. Sei er jetzt Amerikaner oder sei er Australier oder sei er Europäer, ist es ganz egal. Aufgrund der Geschichte vermute ich mal und aufgrund der Erfahrung auch der Entwicklungshilfe der letzten 50 Jahre, wo sicherlich viele gute Ideen dabei waren, aber die Ergebnisse halt doch diesen Ansprüchen diametral widersprochen haben. Das heißt, die Leute sind auch vielleicht schon ein bisschen angenervt, dass da schon wieder jemand kommt und irgendwie zu wissen glaubt, was gut für sie ist? Ja, die Leute mögen natürlich die Hilfe, die brauchen auch die Hilfe, das darf man nicht vergessen. Sie sind aber, glaube ich, auch schon mittlerweile darauf gekommen, dass die Hilfe, so gut sie gemeint ist, halt nicht immer die richtige ist. An dieser Stelle möchte ich dir, Patrick, ganz herzlich danken, dass du von eurer Recherche erzählt hast. Immer wieder gern. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war der Hörweite-Podcast über ein Projekt, das im dörflichen Kenia Grundeinkommen als Armutsbekämpfung erprobt. Wie bereits erwähnt, der Link zur Reportage von Patrick Witte und Kirsten Millhahn ist zu finden in den Shownotes dieser Podcast-Folge oder auf der Seite spiegel.de/übermorgen. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne an hörweite.podcast@spiegel.de, Hörweite mit OE geschrieben, oder hinterlassen Sie uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes. Und empfehlen Sie uns natürlich auch gern weiter, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist Teil des Spiegel Online-Projekts Expedition Übermorgen. Gefördert vom European Journalism Center mit Mitteln der Bill und Melinda Gates Stiftung. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Christina Elmer, Matthias Streitz und Charlotte Meyer-Hamme.